Wer bist du? Wer seid ihr? Ich bin die Sonja, Sonja Breitwieser, und ich arbeite als Medienpädagogin im Medienzentrum Parabol in Nürnberg. Ja, und ich bin die Stefanie, ich bin die Streetworkerin für den Bezirk Mittelfranken und sitze eigentlich im Haus des Spiels in Nürnberg. Was ist ein Barcamp? Ein Barcamp kann man auch als Unkonferenz bezeichnen. Das heißt, es ist genau das Gegenteil von einer Konferenz, bei der alles ganz fest geplant ist, bei der Workshops fest geplant sind und es Vorträge gibt, die schon von vornherein feststehen. Bei einem Barcamp ist alles sehr spontan und jeder, der da ist, ist als Experte und Expertin gefragt oder ist als Experte und Expertin auch da. Und die Leute finden sich vor Ort spontan zusammen. Die haben alle ein und dasselbe Interessensgebiet. Bei einem Filmbarcamp ist es das Interesse Film. Bei einem Creators Barcamp kann das alles Mögliche sein. YouTube, TikTok, Instagram. Das Barcamp hat den Ort vom Parabol zum Haus des Spiels geändert. Warum? Findet jetzt auch das Barcamp im Haus des Spiels statt, dadurch, dass eben die Führung gewechselt hat, eben von der Sonja vom Parabol. Ja, wir haben das Barcamp gestartet hier im Parabol als ein Projekt von Laut Nürnberg und haben dann gemerkt, dass sich so ein bisschen die Zielgruppe ändert, dass es einfach auch ein vielfältigeres Interesse gibt. Was wird für dieses Jahr im Programm an dem... Dieses Jahr im Angebot beim Barcamp? Gute Frage, das liegt an euch, denn wir gehen komplett back to the roots, so wie eigentlich ein Barcamp geplant ist. Wir sagen, ihr gestaltet das Barcamp. Generell ist das ja sowieso schon der Charakter eines Barcamps, dass wir eben da unvorbereitet reingehen, größtenteils unvorbereitet, aber genauso wird es dieses Mal auch wieder laufen. Deswegen kommt auf den Discord, schreibt uns auf Instagram und beteiligt euch immer noch an der Planung. Was nimmst du von deiner Barcamp-Zeit mit? Ja, wir haben das Barcamp ja schon seit 2014 regelmäßig veranstaltet und es war immer eine wirklich tolle Veranstaltung. Es waren so viele tolle, kreative und motivierte Leute da und ja, das nehme ich auf jeden Fall mit, dass in jedem Ort, in jedem Raum sich Leute zu einem anderen Thema zusammengefunden haben, sich ausgetauscht haben, einfach mit Sachen auch rumexperimentiert haben, mit After Effects irgendwie rumgespielt oder schon kleine Skripte geschrieben und kleine Videoproduktionen gestartet haben. Also dieses motivierte Gewusel, motivierte, kreative Gewusel im Parabol, das nehme ich mit. Ja, da freue ich mich auch in diesem Jahr wieder drauf. Was möchtest du für deine Barcamp-Zeit ändern? Was möchte ich für meine Barcamp-Zeit ändern? Gute Frage. Das letztjährige Barcamp war mein allererstes Barcamp in dieser Art. Es war sehr groß und wir fangen jetzt einfach nochmal so ein bisschen von vorne an. Wir machen das komplett community-based, so back to the roots, von der Community für die Community. Und deswegen ist sozusagen der Input nicht mehr von uns vorgegeben so und das Gerüst, auf dem das Barcamp aufbaut, sondern wir halten dann nur so ein bisschen unsere Hand drüber und ihr selber entscheidet, wie ihr euer Barcamp machen wollt. So, und das ist, glaube ich, so der große Punkt, der sich gerade eben ändert. Und natürlich die Location. Genau, das, was ich vorhin gesagt habe, ein Barcamp ist ja wirklich eigentlich dieses spontane Zusammenfinden. Also man kriegt quasi nur den Raum geboten und Essen, Getränke vielleicht, wenn man einen Sponsor hat, was wir immer dann machen, dass wir das stellen kostenlos. Aber ansonsten lebt es so von den Leuten vor Ort, wo jeder auch mit anpacken muss und jeder auch einfach mitentscheidet und das Ganze mitgestaltet. Und das stimmt, dass wir da ein bisschen von weggekommen sind über die Jahre, dass es immer größer geworden ist irgendwie und immer mehr sich entfernt hat von den Ursprüngen von dem Barcamp. Und jetzt haben wir vor, mit dem Creators Barcamp eben, was Stefanie jetzt übernimmt, und auch mit den anderen beiden Barcamps, die wir vielleicht im Parabol dann geplant haben, dass wir wirklich wieder zurück zu dem reinen Barcamp-Format kommen. Oh, und ich habe gehört, ich soll mehr Schokolade kaufen. Gab nicht genug Schokolade. Gab nicht mehr Schokolade, aber ich war auch letztes Jahr schon dafür verantwortlich. Ich habe ich die nicht gegessen. Gab nicht mehr Schokolade, aber ich war auch letztes Jahr schon dafür verantwortlich. Es tut mir leid. Wie sieht die zeitliche Zeitplanung aus? Der Zeitplan für dieses Jahr ist halt auch ein bisschen kürzer, dadurch, dass wir eben gesagt haben, wir wollen auch ein bisschen zurückgehen, nicht gleich alle, die mitmachen, sozusagen zu überfordern. Vor allem, wenn es eben um die Orga geht. Für viele ist es auch die erste Veranstaltung, die sie in diesem Maße sozusagen selber veranstalten können. Deswegen starten wir um 10 Uhr am Vormittag beim 24. Juni dieses Jahr und enden wird das um 17 Uhr. So kurz? Ja, leider erstmal so kurz. Aber man hat ja dann auch noch Luft nach oben für die nächsten Jahre. Welche Aktionen sind geplant?
Aktionen fürs Barcamp dieses Jahr sind wieder Sessions, man kennt das ganz klassisch vom Barcamp. Wie genau die aussehen werden, wie wir uns das einteilen werden, das ist noch ganz uns überlassen, ist auch gerade eben noch in der Planung. Und wie gesagt, wenn ihr euch daran beteiligen wollt, kommt auf den Discord. Muss man sich beim Barcamp anmelden? Ich sag's mal so, anmelden muss man sich nicht. Wir wünschen uns das aber natürlich dadurch, dass wir natürlich auch ein bisschen planen müssen für Getränke, für Essen. Wir haben coole Gimmicks, wenn man sich anmeldet, und deswegen wäre das schon super cool, wenn ihr euch eben anmeldet, und den Link gibt's dann am Ende des Videos. Was ist, wenn ich spontan vorbeikommen möchte? Also spontan kommen kann man natürlich auch. Uns wäre es natürlich lieber, wenn man sich vorher anmeldet, denn dann hast du garantiert ein Stück Pizza. Wie erkenne ich auf dem Barcamp, wer eine Ansprechperson ist? Ansprechpersonen kriegen Partyhütchen. Ich bin schon auch mit dabei, auf jeden Fall, und unterstütze, aber eben nicht mehr als Hauptverantwortliche, sondern, ja. Nee, ich glaube, da würde uns auf jeden Fall noch was einfallen, wie wir sozusagen verantwortliche Menschen, die man ansprechen kann, die ein bisschen Ahnung haben vor Ort, wie man die kenntlich machen kann, und wie man sich auch selber sozusagen auch nochmal benennen kann, damit wir halt auch wissen, wer du bist, dass du weißt, wer wir sind, und dass man natürlich auch dann im Nachhinein noch weiß, mit wem man überhaupt geredet hat. Welche Unterstützungspartner sind dabei? Ja, also grundsätzlich ist das die Zuständigkeit für das Creators Barcamp ja zur Stefanie, zur Digital Streetwork gewandert. Das heißt, Digital Streetwork ja finanziert das Projekt, ist hauptverantwortlich, und wir als Parabol unterstützen, indem wir am Tag vor Ort sind, indem wir die Technik noch beisteuern, die benötigt wird, und genau, und einfach mit einer oder zwei Personen dann vor Ort noch ein bisschen unterstützen am Event selber. Genau, und das Haus des Spiels ist natürlich auch mit dabei, dadurch, dass sie uns eben die Räumlichkeiten stellen im Endeffekt. Und durch das Digital Streetwork ist eben auch der Bezirksjugendring mit als Unterstützer dabei. Was ist der Unterschied zwischen dem Film-Barcamp und dem Creator-Barcamp? Genau, wir haben uns ja in diesem Jahr dazu entschieden, dass einmal das Creators-Barcamp an die Stefanie mit Digital Streetwork weitergereicht wird, damit wir im Parabol auch noch die Möglichkeit haben, uns wieder auch anderen Zielgruppen zu widmen. Ganz am Anfang hat das gut zusammengepasst. Wir sind mit einem YouTube-Barcamp gestartet, und YouTube war irgendwie auch noch filmischer am Anfang, und da war das sehr gut vereinbar. Wir hatten viele Filmegruppen da, Filmemacher da, Filmemacherinnen da, und aber auch YouTuber, YouTuberinnen, und es hat eigentlich sehr gut immer zusammengepasst. Und es hat sich aber ein bisschen auseinanderentwickelt, auch ich denke durch die Vielfältigkeit, die jetzt auch mit Social Media. Und deswegen ist der Unterschied da, dass sich das Filmbarcamp wirklich rein an Filmschaffende widmet, ob die jetzt Dokumentarfilm machen, Musikvideo machen oder Spielfilme, Kurzspielfilme machen, wirklich rein ans Filme machen. Und das Ganze ist eben auch angedockt an das Jugendfilmfestival. Das ist ja auch ein Projekt unter anderem von Parabol, wo junge Filmemacherinnen und Filmemacher ihre Filme im Kino, im Cinesitter einmal im Jahr auf einer großen Bühne präsentieren können und auch Preise gewinnen können. Und in dem Rahmen bieten wir jetzt eben dieses Barcamp dann an, das Filmbarcamp. Und das Creators Barcamp richtet sich eben hauptsächlich an klassische Content Creator, also Livestreamer, oder eben auch Creator auf Instagram, auf YouTube, ganz klassisch da eben diese Let's Plays, und eben durch Twitch ist das da auch nochmal größer geworden, dass die jetzt auch mit dazugekommen sind, und dann eben auch mit TikTok. Also irgendwie ist das schon Film, aber kurz und eher im klassischen Content Bereich. Gibt es von euch noch Infos? Ja, auf jeden Fall will ich nochmal das Datum weitergeben. Also das Filmbarcamp für Filmschaffende findet ein Wochenende vor dem Creators Barcamp statt, und zwar am 17. Juni, an einem Samstag ab 10 Uhr. Und zu finden ist es unter barcamp.jugendfilmfestival.de. Und wir freuen uns über Anmeldungen. Genau, und das Creators Barcamp ist eben am 24. Juni im Haus des Spiels von 10 bis 17 Uhr. Ja, nur dass wir uns auf alle freuen, die kommen, und auf ein tolles, kreatives und motivierendes Wochenende wieder mit euch gemeinsam, wo ja viel Austausch stattfindet und auch gemeinsam produziert wird. Hier schon mal einen kleinen Vordank auch jetzt an Benny, der hier das Interview macht, und auch an alle anderen, die jetzt beim Creators Barcamp mithelfen und wirklich aktiv wirklich gute Arbeit machen. Genau das haben wir uns gewünscht, als wir gesagt haben, wir gehen back to the roots, back to the community. Und danke an euch, auch an dich, Sonja, an Benny und an alle, die das Video sehen und dann zum Creators Barcamp kommen.
Ja, auch bei uns beim Filmbarcamp im Rahmen des Mittelfränkischen Jugendfilmfestivals steckt ein kleines Team, das mit bei der Organisation hilft. Da sage ich auch nochmal Danke schon an Hamudi von Hyatt Productions und Nils und Moritz von Focus Films.